Ja, hallo Leute, hier spricht Ouroboros und heute haben wir ein sehr interessantes Thema und zwar geht es hier um CERN, um den Teilchenbeschleuniger, um angebliche Tore in der Unterwelt und darum wollen wir uns mal die ganze Sache mal anschauen. Es wird noch viel interessanter, Leute. Ich werde euch beweisen bzw. andeuten, dass die Elite, die überall auf der Welt ihre Finger drin haben, einfach an das glauben, was ich euch seit Jahren prophezeie, und zwar an die Zeitschleife, an die Erlösung und einige wenige Dinge, die ich euch hier versuchen werde zu erklären, Leute. Aber vorher fangen wir mit dem sogenannten Teilchenbeschleuniger auf, weil in der letzten Zeit gab es irgendwelche, ja, Ausführungszeichen, Verschwörungstheorien, die behaupten, dass diese Anlage, das CERN Teilchenbeschleuniger, das ja in Genf liegt und von verschiedenen Regierungen betrieben wird, eine Art Tor erzeugen soll, das einen Weg in den Abgrund aufmachen soll. Das heißt, man sagt, jedenfalls so Leute, die sich angeblich damit beschäftigt haben, dass die Wissenschaftler angeblich imstande sind, mit diesem unglaublichen Gerät, was sie entwickelt haben, ein Tor in die Unterwelt zu öffnen, Leute. Das heißt, diese Leute versuchen, den sogenannten Untergrund, man sagt auch den Dämon bzw. Engel des Abgrundes, das ja nichts anderes ist. Wir schauen mal, und zwar nennt sich das Abaddon. Aber Abaddon ist keine Person, persönliche Dämon oder sowas, Leute. Nee, das ist einfach ein Ort, ein Bereich. Und in diesem Bereich wollen diese sogenannten Eingeweihten ein Tor aufmachen zwischen deren Welt und unserer, damit diese ganzen dunklen Dämonen, die da angeblich im Totenreich sich befinden, auf die Erde kommen sollen und die Apokalypse auslösen sollen, Leute. Ja, schauen wir mal kurz bei Wikipedia mal nach, was darüber steht. Abaddon aus dem Hebräischen heißt Untergang, Vertilgung, Abgrund, Grube. Das heißt, es ist so eine Art Höhle bzw. der Hölle selber. In einer mythologischen Figur der Bibel, schon im Alten Testament, ist öfter die Rede von Abaddon, immer im engen Zusammenhang mit Sheol. Das ist das Totenreich in der hebräischen Tora-Bibel. Abaddon wird hier als poetischer Ausdruck für die Unterwelt verwendet. Also das heißt übersetzt nichts anderes als der Hölle, Leute. Und sollte sowas irgendwie stimmen, dann würde es ja bedeuten, dass diese Wissenschaftler, die ja wahrscheinlich mit der Freimaurerei und Geheimgesellschaft zu tun haben und der ja die ganzen viele in der Regierung sitzen, dazugehören, versuchen die sozusagen in diese Welt, der menschlichen Welt, ein Tor zwischen der Erde und der Hölle aufzumachen, damit diese ganzen Dämonen sozusagen hier hinkommen, beziehungsweise sogar der sogenannte Herr der Unterwelt, Luzifer, Satan, dass er als Antichrist in die Erde aufsteigt und die Menschheit ausrottet und seine auserwählte Volk zu einem neuen Königreich bringt. So jedenfalls die Ideen bzw. die Verschwörungstheorien, alles was hier erwähnt wird. Aber ich werde euch zeigen, Leute, dass das nicht nur das ist, sondern dass da mehr dahinter steht. Das steht viel, viel mehr dahinter als die Menschen, die sowas behaupten bzw. sagen. Da steckt viel, viel mehr da drin, Leute. Und das werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ihr wisst ja selber, es gab hier mal in der Schweiz diesen sogenannten Gotthardtunnel-Eröffnungszeremonie, was viele gemeint, das wäre satanisch. Aber Leute, ich werde euch auf jeden Fall erklären, was das genau heißen soll. Bevor wir anfangen, bleiben wir aber mal CERN kurz mal. Ihr wisst ja selber, es gab mal früher mal so Videos, wo angeblich bei CERN eine Art Opferzeremonie stattgefunden hat. Das wollte ich euch mal ganz mal kurz zeigen, Leute. Achtet mal bitte mal, was genau da passiert. Das ist sozusagen irgendwie mitten im CERN, das heißt in dieser Anlage, wahrscheinlich so ein Gartenlaube. Und auf dem ist die Todesgott Shiva, ein Denkmal, aufgesetzt worden. Also mitten bei CERN, was hat diese Figur Shiva, das ist ja nichts anderes als der Gott der Zerstörung, was hat das bei CERN zu suchen, Leute? Was haben diese Wissenschaftler, die ja logisch denken, mit so okkultistischen bzw. mythologischen Götzen zu tun? Und jetzt schauen wir mal so ein kurzes Video. Ich hoffe, das wird nicht gesperrt, aber das ist ja auch in der Bild steht, ist ja nicht von denen das Video. Und hier sehen wir, dass bei Shiva
also bei dem Denkmal, irgendwelche Leute, wahrscheinlich Mitarbeiter von diesem CERN-Anlage, die tragen Kutten und machen so eine Art Opferritual, was ja sehr erstaunlich ist bei so einem, ja, was soll man sagen, Leute, so einem wissenschaftlichen Objekt. Und das sehen wir jedenfalls. Interessant, dass das Opfer in Weiß gekleidet ist, oder ja, das heißt die Unschuld, dass geopfert wird, was ja bei meisten satanistischen Ritualen ja vorkommt, weil die meistens Kinder opfern, weil es die Unschuld darstellt. Und das ist natürlich ja symbolisch gemeint, aber die Frage lautet natürlich, warum symbolisch, warum nimmt hier einer die Sachen auf und veröffentlicht das, ne? So, da kommen wir dahin. Dieses Denkmal Shiva, was hat das damit zu tun, Leute? Ihr wisst ja selber. Es ist ein Gott aus Indien und es wird über ihn gesagt, beziehungsweise als Person gesagt, es wäre der Zerstörer, der von Anfang an existiert, am Ende sozusagen alles zerstören wird und dann von vorn wieder anfängt. Das heißt, es ist das nichts anderes als indische Ouroboros-Zeichen, würde ich fast sagen. Ihr wisst ja selber, meine eigene persönliche Meinung geht ja davon aus, dass unser Leben vorbestimmt ist, von Anfang bis zum Ende, wie so eine Art Uhr, in der wir uns befinden, mit verschiedenen Zeitaltern, Leute. Und genauso ist das auch hier bei diesem Motiv von Shiva, dem Zerstörer der Welten. Man sagt ihn ja auch, dass er gute Zeiten hat, schlechte Zeiten. Das ist nichts anderes als die verschiedenen Zeitalter. Ihr seht es selber, stellt euch das Ding auf wie so eine Art Uhr vor. Mittendrin ist die Energiequelle. Shiva ist nichts anderes als die Energiequelle, beziehungsweise man kann die auch auf den europäischen Seiten, das heißt, es wäre nichts anderes, als der Saturn ist ja auch nichts anderes als der Energiequelle, in dem wir uns befinden, der uns belebt. Das heißt, dieser sogenannte Saturn, beziehungsweise auch Shiva, sind Beleber. Das heißt, wir, stellt euch mal, wir befinden uns sozusagen hier, wir sind hier reingeraten in diese sogenannte Matrix, das halt nichts anderes bedeutet als Höhle, beziehungsweise wir sind gefangen in diesem System. Und unser Bewusstsein bzw. unser Dasein wird wie so eine Art Film, wenn man so eine Stromquelle hat, belebt. Und genauso ist das hier auch nichts anderes, Leute. Wie gesagt, Anfang und Ende sind schon vorbestimmt. Alles, was passiert, wird so passieren. Da kann man sowieso nichts ändern. Und jeder Filmabschnitt, was hier entsteht, in verschiedenen Zeitaltern, wird von Shiva, das ist ja nichts anderes darstellt als die Energiequelle, weil es baut alles auf, wenn es bis zum Ende kommt, wenn alles sozusagen, die ganze Geschichte vernichtet ist, dann fängt die ganze Mist von vorne an. Das ist auch die Geschichte von diesem ganzen Shiva oder der dunklen Mächten, die in hinduistischen Mythologien vorkommt und zum Beispiel Kali und alle Sachen. Deswegen gibt es auch die ganzen Geschichten über Kali Yuga, verschiedene Zeitalter, verschiedene Zeitabschnitte, die immer wieder vernichtet werden, wieder aufgebaut werden. Es sind diese Systeme, Leute. Ne? Das heißt, kurz übersetzt, wir befinden uns sozusagen in diesem sogenannten Shiva, in diesem sogenannten Saturn, das heißt in dieser Energiequelle, in einer Art Matrix und wir werden von diesen Energiequellen belebt. Und es gibt eine Geschichte, dass ich sagen kann, habe ich das auch in meinem letzten Video gesagt, es besteht die Möglichkeit, hier rauszukommen und das geht nur, wenn man Erkenntnis hat, Leute. Ihr seht ja zum Beispiel, Shivas Fuß ist auf einem Menschen draufgelegt, das heißt, er ist gebunden. Gebunden an diesem Ort und gebunden an Shiva, an dem Gott der Energie, der Zerstörung und alles drum und dran. Jetzt schauen wir mal an das altägyptische Symbolik des Ouroboros, das ja nichts anderes ist, fast das gleiche wie bei Shiva, diese kreisrunde Ebene, das ja nichts bedeutet, mit verschiedenen Ebenen, in denen wir uns befinden, innerhalb der Zeitschleife. Und jetzt schaut euch mal den Ouroboros-Schlange an. Es stellt nicht nur den kreisförmige Maschinerie dar, sondern es ist die Energie. Die Schlange wird ja bei vielen Kulturen auch als Energie dargestellt in der modernen Zeit. Und diese Energie, Leute, belebt genauso unser Dasein, in dem wir uns befinden. Jetzt schaut euch mal dieses Fuß an, das mittendrin in seiner Ouroboros-Schlange ist. Und jetzt schaut euch mal Shivas Bein mittendrin an. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen unglaublich, aber es ist so, man geht ja davon aus, dass das Bein des Amagon, das heißt, es ist ja nichts anderes als ein, ja, ein Portal, das die uns hier reinbringen in diese sogenannte Matrixanlage und wir als Gefangene hier drin sind und versuchen müssen, hier irgendwie durch Wissen, Erkenntnis bestimmte Methoden rauszukommen, Leute. Und jetzt kommen wir mal zum richtigen Punkt. Das war erstmal der Anfang.
Und jetzt will ich euch mal was Unglaubliches zeigen. Ihr wisst ja selber, es gab ja diesen sogenannten, in der Schweiz, glaube ich, war das, wo die einen Tunnel eröffnet haben für neuen, durch den Berg haben die so einen riesen Tunnel durchbohrt und dann gab es irgendwie so eine Zeremonie, warum auch immer. Ne? Also, es ist interessant. Jetzt werde ich euch mal zeigen, was die Elite glaubt, Leute. Was diese Menschen, die unter uns weilen, die Wissen haben über das ganze Konstrukt und die haben das gezeigt. Viele glauben, das wären irgendwas mit satanistischen Sachen. Das war nicht satanistisch. Die haben einfach das gezeigt, wo ich euch seit Jahren berichte. Die Zeitschleife, in der wir uns befinden. Ich hab euch immer gesagt, es ist wie so eine Art Uhr, 1 bis 12, in dem wir uns gefangen sind. Aber ich will euch nicht so viel langweilen. Lasst uns mal dem Video gucken. Und ich werde euch einige Sachen zwischen euch was sagen und erklären, was ich überhaupt damit meine. Ich spule mal ein bisschen vor, aber es wird sehr interessant, Leute. Ihr müsst gleich mal aufpassen. Ich werde euch noch einige Sachen erklären. Diese Leute, Leute, diese Leute mit dem orangen Anzügen, sag ich mal, das bildet uns. Das heißt, es soll den Menschen bilden. Ihr wisst ja selber, in amerikanischen Gefängnissen sind die Menschen oder die da gefangen sind, werden ja auch in so ein orangen Outfit reingetragen und das ist ja nichts anderes, dass man gefangen ist. Aber ich würde euch darüber viel, viel mehr erzählen. Ich würde euch echt erstmal ein paar Sachen jetzt zeigen. Sehr wichtige Sachen. Moment, es ist sehr wichtig, Leute. Es ist sehr wichtig. Einen Moment bitte. Sehr wichtige Sachen will ich euch zeigen und das ist wirklich unglaublich. So, ich fange mal so einfach mal an zu reden. Ihr guckt euch das mal weiter. Wie gesagt, der Mensch allgemein, ob das ein Funke in ihm ist oder was immer das sein soll, wir werden hier reingebracht. Das heißt, in den Matrix, das ja nichts anderes ist als eine geschlossene Höhle, sagt man. Matrix übersetzt heißt ja nichts anderes als Gebärmutter. Das gibt es nur einen Eingang, aber keinen Ausgang mehr sozusagen in dieser Welt. Es ist ein geschlossenes Tor, in dem wir uns befinden. Und der Mensch, wenn er hier reinkommt, hat er sozusagen das Gefängnistrikot an, das heißt das Orange. Das heißt, über ihm wird eine Art künstliche Programm überlegt, was er gar nicht ist. Das heißt, in einem Körper reingebracht, ein Gefängnis für das Bewusstsein, sage ich mal. Und dieses Bewusstsein, kann ohne Erkenntnis, ohne Wissen gar nicht hier raus. Er kann gar nicht hier raus, Leute. Ich werde euch noch viel mehr zeigen. Ich gucke jetzt mal, Leute. Das heißt, das Ort, das ist der Ein- und Ausgang der Matrix, der Zeitschleife. Und der Mensch versucht immer wieder darauf zu gehen, nach seinem Tod, aber er wird es nicht schaffen, weil er diese Erkenntnis hat, weil er diesen Körper nicht abgelegt hat, das in einer orangen Farbe dargestellt wird. Und um hier herauszukommen, Leute, muss man durch Erkenntnis einen neuen Körper bilden, das heißt einen geistigen Körper bilden, einen neuen Informationskörper bilden. Und das geht nur durch Erkenntnis. Und wenn man irgendwann versucht, hier rauszukommen, durch so eine Art Lichttunnel, das wird nicht klappen, weil wir einfach nicht dieses Körper gebildet haben und eine Art Schutzschild um uns herum, um durch diese sogenannte Lichttunnel rauszukommen, durch ein Portal wieder den Ausgang zu finden. Hier sehen wir symbolisch, die haben ja sozusagen diesen orangen Overall ausgezogen. Jetzt versuchen wir natürlich, die haben das sozusagen Erkenntnis gekriegt, jetzt tanzen die wieder herum, bla bla bla. Es ist das Spiel des Lebens. Aber, das heißt, diese Leute gehen den sogenannten engen Weg, aber sie sind noch nicht bewusst, sagen wir mal, um hier irgendwie rauszukommen. Jetzt versuchen die alles drum dran, hin und her Erkenntnis zu bekommen. Und die haben das schon den ersten Schritt geschafft. Sie winden ihren Programme, sie winden ihre Vorbestimmung, alles drum dran. Sie versuchen ihr Dasein sozusagen einen neuen Weg zu ebnen, was natürlich sehr schwer ist. Aber lass uns mal weitermachen, Leute. Ja, das sind so interessante Sachen. Ich mache mal auf jeden Fall ein zweites Video darüber. Und das wird richtig krass werden, Leute. Ich sag einfach mal, es ist Wahnsinn, was hier passiert, Leute.
Hier sehen wir gleich meine Zähne. Ich würde ja gerne ein ganzes Video machen, aber das ist mal zu lang. Deswegen kann ich nur euch einige paar Sachen zeigen, die ich natürlich versuche zu dokumentieren, um euch zu sagen, was genau. Ah, Leute, es geht einfach um die Zeitschleife, was ihr sehen werdet. Aber ich wollte euch was Kurzes was zeigen. Wo war das denn jetzt? Aber ich will euch jetzt nicht langweilen. Ich zeige euch, das ist die wichtigste Stelle überhaupt, um was es geht. Und ihr werdet es kaum glauben, Leute, ihr werdet es kaum glauben. So, stellt euch mal vor, dieses kreisrunde Gebilde, das ist sozusagen die Zeitschleife, wie ich euch schon mal in meinen alten Videos beschrieben habe, wie so eine Art Uhr mit 1 bis 12 Zeitaltern, das durch Energie belebt wird. Jetzt passt genau auf, was gleich passiert. Jetzt passt auf. Der Mensch wird in die Zeitschleife reingeraten als Gefangener. Durch den orangen Overall heißt, er ist festgebunden in dieser. Diese roten Felder sind belebt. Jetzt pass auf, dieses Uhr, was da sich dreht, der belebt sozusagen die Menschen, die da als Programme festgesetzt sind. Schaut das gleich mal an. Und hier ist das Unglaubliche, ihr seht ja selber, es ist eine Maschinerie. Der Ort, in dem wir uns befinden, dieser Matrix, ist nichts anderes als eine künstliche Maschinerie, in dem wir uns befinden, in dem das immer wieder abläuft, Leute, immer wieder abläuft. Und der Mensch ist gefangen innerhalb dieser Zeitschleife und wird von dieser Energiequelle, von dieser Mechanismus, sagen wir mal, in dem Konstrukt belebt. Genauso wird das hier beschrieben, Leute, ihr seht ja selber, der Mensch ist gefangen innerhalb dieses Konstruktes. Es belebt uns, es erhält uns, Leute. Es ist Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, dass zum Beispiel in der Bibel steht, ja, wie kommt schon Bibel auch in verschiedenen Schriften steht, um den Ausweg hier herauszufinden, muss man sozusagen durch Erkenntnis ein, ja, soll man sagen, ein so eine Art solaren Körper finden. Das heißt, man muss hier sein Herz umwandeln, weil das Herz das Programm, in dem wir uns befinden. Und aus uns muss was Neues geboren werden. Ein neues Wesen, wie ein unschuldiges Kind müssen wir geboren werden durch Erkenntnis. Und wenn man dieses Erkenntnis hat, hat man die Möglichkeit, aus diesem Zeitschleife rauszukommen. Und hier seht ihr gerade einen Ausschnitt, was ich sagen wollte. Die Frau mit diesen blonden Haaren stellt sozusagen die Muttergöttin Maria dar. Und es müsste bald das heilige Kind herausbringen. Und dieses heilige Kind hat ja mit Jesus nichts zu tun, sondern wir, Leute. Wenn wir es schaffen, durch unsere Erkenntnis und unser Wissen, unser Weg, das eben hinzuschaffen, werden wir wie neu geboren aus der Mutter, aus diesem Matrix, aus diesem Körper. Das heißt, wir tun unser altes Ich, hier unser alten Körper wegwerfen und aus uns wird was Neues, unser geistiges Etwas wird was ganz Neues, Leute. Und darum geht es hier. Darum geht es hier einfach. Menschen, die in Zeitschleife drin sind, die Erkenntnis haben, die Wissen haben, den Weg finden aus diesem Gefängnis.
Aber nicht jeder schafft das, Leute. Nicht jeder schafft das, weil wenn man keine bestimmten Voraussetzungen hat, das heißt, wenn man diesen solaren Körper nicht gebildet hat, dieser solare Körper heißt nichts anderes als sein Bewusstsein. Das heißt, je mehr man lernt, je mehr Erkenntnis man hat, aus ihm wird sozusagen ein neues Bewusstsein, das von einem energetischen etwas umhüllt wird. Und das ist dieser neue Körper, Leute. Das ist dieser neue Körper. Ich sag mal, man geht durch das Leben, man erfährt das Schlechte, das Gute und irgendwann werden zwei Wege aufgezeigt und wenn man den richtigen Weg geht, auch wenn es so schlimm sich das anhört, Leute, Erkenntnis führt zu etwas Neuem, zu einem neuen Bewusstsein, zu einem neuen unsterblichen Umhüllung, dass dein Bewusstsein dein Programm umhüllt, damit du später durch diesen Lichtportale bzw. durch diesen Portal durchgehen kannst. Es ist eine Art Schlüssel. Auch diese ganzen Jesus-Symboliken, was ich in meinen alten Videos gesagt habe, es sind nichts anderes als Wissen, Leute. Wissen, Erkenntnis. Die haben das, viele in alten Zeiten haben diese Wissen auf menschliche Personen übertragen. Es sind geheime Botschaften eigentlich. Und in diesen Darstellungen von diesem unglaublichen Erhöhungszeremonie, muss man sagen, die zeigen einfach, was hier vor sich geht. Was hier vor sich geht. Es ist auch interessant, dass Jesus auch ein Rotzgewand gehabt hat in seinen Bildmalereien, dem aus dem gezeigt wurde. Das wird das interessant, Leute. Das, habt ihr das gesehen? Das Kind, das neue Körper, was man wird, ist geboren worden aus Erkenntnis, aus Wissen. Auch diese ganzen alten, uralten Bilder, wo die Jesuskind mit Maria zeigen in einem Arm, das ist ja nichts anderes als das. Man wird sozusagen aus dem neuen Bewusstsein, man wird geboren zu was Neuem. Das heißt, man hat das, die Ketten des Gefängnisses ab und man hat einen neuen Körper, wo man hier durch das Gefängnis durchkommen kann, durch das Gefängnis, Leute. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist jetzt interessant, Wahnsinn. Wie ich gesagt habe, die bestimmt sind, die hier reingeraten sind, und es besteht die Möglichkeit, wenn man diese Körper hat und bestimmt ist, dass man aus einer Zeitschleife rauskatapultiert wird, hier rauszukommen, Leute, hier rauszukommen. Es ist ein Auswahlverfahren, ja. Gewählt ist. Ihr seht ja selber, die Zeitschleife geht vor, nach, hin und her. Es wird sogar wie in einer Uhr abgebildet, wie ich es jedes Mal gesagt habe, Leute. Das ist einfach unglaublich. Ne? Diese Leute, die an der Macht sitzen, die wirklich die Welt wissen, die wissen über alles, Leute. Das ist Wahnsinn. Und jetzt machen sie sogar eine Zeremonie über sowas. Sie beten die Zeitschleife an, diese ganz hohen Tiere, weil sie immer wieder zurückkehren wollen, aber mit vollem Bewusstsein, Leute. Es ist Wahnsinn. Zeitschleife, Leute. Das ist es. Und hier ist ein ganz krasses Ding. Diejenige ist geschaffen aus diesem Gefängnis. Ihr seht ja gerade ein Tor, aus dem der Zug rauskommt.
Diejenigen Auserwählten, die Erkenntnis gehabt haben, die es geschafft haben, die freuen sich jetzt darüber. Sie freuen sich aus diesem, ja, aus der Hölle, aus dem ewigen Kreislauf des Seins herauszukommen. Es ist einfach Wahnsinn, Leute. Es ist Wahnsinn, kann ich euch nur sagen. Ne? Zum Beispiel in diesem Ausschnitt sehen wir die Auserwählten. Und hier sehen wir ganz interessante Sachen. Das Skarabäus, Leute, das ist das altägyptische Tierchen, das die Symbolik des ewigen Wiederkehr, ewigen Gleichen darstellt. Und alles, was in diesem Zeremonie ging, einfach um die Zeitschleife, wie der Mensch ist sozusagen, der vorbestimmte Mensch, der Sklave Mensch, der in diese Höhle reingebracht wird, in orangen Farben dargestellt, was sehr interessant ist hier. Hier sehen wir noch einen kurzen Ausschnitt, Leute. Das heißt, sie kommen durch die Höhlentor, durch den Matrix-Eingang, als Sklaven, Leute, als Sklaven. Deswegen haben wir auch so einen orangen Overall an, was ja Gefängniskleidung bedeutet. Ohne Bewusstsein, ohne richtiges Bewusstsein, sondern ein vorbestimmter Weg. Die haben dann schon einen vorbestimmten Weg. Irgendwelche Programme, irgendwelche falsche Geschichten sind über ihn gestülpt worden und er geht sozusagen seinen Weg wie so ein Roboter, wie so ein Zombie, wie so ein Film, ist das alles vorbestimmt, was er machen muss. Das ist schon interessant. Die Menschheit weiß nicht, was los ist. Sie läuft immer ihren Weg. Sie hat keine gerade Ausrichtung, weil es keine Erkenntnis gibt. Es sind Gefangene der Matrix. Es sind Gefangene dieser Zeitschleifen, Leute. Und es ist wirklich Wahnsinn. Und in diesem Zeremonie zeigen wir genau, wie alles überhaupt funktioniert. Aber da muss man natürlich verstehen, wenn man über solche Themen redet, wenn man natürlich nicht so viele Erfahrungen oder sowas hat, dann, naja. Hier sehen wir natürlich die Leute, die durch Erkenntnis ihren alten Körper sozusagen abgelegt haben. Und aus ihnen, Leute, aus diesen Leuten, die es schaffen, durch den Tunnel zu gehen, aus denen wird das hier. Ich habe schon mal in alten Videos auch schon mal gesagt, man wird als ein unsterblicher Wesen, so blöd sich das auch anhört. Ne? Und hier sind wir noch gefangen, Leute. Gefangen, ihr seht es selber, der Overall-Träger, Menschen sind gefangen in Ketten. Die haben noch den Weg, den engen Weg vor sich, auch wenn sie bestimmt sind. Aber am Ende, wenn man den engen Weg gegangen ist, wird man zu diesem Wesen, Leute, zu einer Art engelhaften Wesen, einem Unsterblichen. Und alle anderen, die es überhaupt keine Ahnung haben, sind gefangen in Ketten und bleiben da. Und diejenigen, die es geschafft haben, werden, wie ihr selber gesehen habt, zu Engeln. Und alle anderen sind immer noch gefesselt an dieser Zeitschleife. Wahnsinn. Man muss es sagen, ne? Also haben die super gemacht, diese ganze Theater hier. Die Zeremonie, ihr seht ja selber, es sind ganz wenige, die durch das Lichttor gehen können. Es sei denn, man ist so eine Art engelhaften Körper geworden, dann hat man die Möglichkeit sozusagen durch einen Tunnel zu gehen. Aber ihr seht ja, ganz, ganz wenige schaffen das. Und was ist mit den anderen, die es nie geschafft haben? Sie werden stillgelegt, bis zum nächsten sind tot. Die versuchen immer wieder, aber es sind nur kleine Schritte. Die können nicht, Leute. Es ist, der Weg ist steinig, sie stolpern immer wieder. Um Erkenntnis, um wahre Erkenntnis zu wissen, ist absolut schwer, Leute. Und darum seht ihr selber kaum eine Möglichkeit. Gefangen. Gefangen, gefangen, in Ketten gelegt. Und die Symbolik, versucht euren Ketten loszuwerden. Versucht euren Ketten loszuwerden. Es ist sogar in Schwarz gekleidet, symbolisch für Saturn, Leute. Das ist einfach krass. Also hier sehen wir sogar den Architekten, was in der Matrix immer gezeigt wird. Der Bauer alles Seins. Aber ich glaube, über solche Themen rede ich noch nächstes Mal, weil sonst wird das zu lang, das Video, und das möchte ich nicht unbedingt, Leute.
interessant. Das ganze Thema ist interessant, Leute. Hier haben sogar die Sonne abgebildet. Man sagt ja auch immer, Sonnenabbildung auf Jesus, auf Energiequelle, auf das Gute Energiequelle. Wenn man raus ist, Leute, erwartet einem entweder das ewige Leben oder einfach die wahre Welt und man wird ewig stillgelegt. Wahnsinn, wie die das gemacht haben. Wie gesagt, Leute, das Leben ist eine Vorbestimmung. Wir sind hier reingeworfen worden, ohne unser wahres Erkenntnis, mit falschen Identitäten ausgestattet. Unser Programm läuft immer wieder hier ab. Wir sind Gefangene und es gibt nur einen Ausgang, Leute. Es gibt nur einen Ausgang und der ist versperrt. Man muss diesen alten Körper, was wir sind, durch Erkenntnis, durch Wissen ablösen und diesen sogenannten neues Wissen mit diesem Drittkörper, das sich solaren Körper nennt oder in der Bibel oder in alten Geschichten nennt man auch hier den Drittkörper. Es wird aktiviert, wenn man so eine bestimmte Grenze des Wissens erreicht hat, automatisch. Und dadurch hat man die Möglichkeit, durch dieses neuen Körper, also das ist so eine Art Schlüssel, durch diesen versperrten Tor durchzugehen, Leute. Das wollte ich einfach sagen. Alles deutet darauf hin, Leute. Nochmals, alles deutet darauf hin, dass das leider so ist. Ne? Es gibt leider keine andere Möglichkeit, als Sklave, als Gefangener hier rauszukommen, ohne wahres Erkenntnis. Viele alten Bibelmythen, viele alten gemalten Bilder von großen Meistern. Es sind symbolische Werte auf das, was ihr heute gerade gesehen habt. Es sind Symboliken für die ewige Zeitschleife, für die Gefangenschaft, in der wir uns befinden und auch die Möglichkeit, hier rauszukommen. Und wer das gleich selber nachforscht, hat die Möglichkeit, hier rauszukommen, Leute. Das war's für heute und ciao.